Es ist spannend, was der Markt macht, nachdem so tapfer nach oben gegangen war die letzten Tage und wir immer wieder wie gebannt, wie das Karnickel auf die Schlange geschaut haben. Kommt der Dreh, kommt er nicht? Möglicherweise kommt er jetzt zumindest mal. Der DAX hat hier schon die ersten Avancen hier auf der Abwärtsseite. Wir sehen das. Vielleicht sogar fünffällig die ganze Bewegung und ich will es noch nicht beschreien, aber zumindest sieht es ein bisschen A, B, C-mäßig auf dem Weg nach oben aus. Wir haben hier einige Cluster auf dem Gebiet. Es wäre also mehr als natürlich, wenn der Kurs jetzt dreht. Aber vorsichtig, das alleine macht noch keinen Bärenmarkt. Es kann durchaus sein, dass wir jetzt ein bisschen nach unten gehen, nochmal 24.800. Das wäre gerade mal hier und eine kleine Korrektur an der Aufwärtsbewegung. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben es oft angesprochen, dieser Rücksetzer ist immer noch möglich. Und wenn wir mal Blick auf den Nasdaq werfen, mehr als typisch, denn der hat noch gar nichts gekonnt seit März, also der hat nach unten noch nichts hinbekommen. Aber auch heute diese starke Abwärtsbewegung muss noch nichts bedeuten, denn wir sehen auch hier diese Bewegung, auch hier diese Bewegung, auch hier. Solche gab es in der Vergangenheit schon öfter. Deshalb nicht gleich in bärischen Optimismus verfallen, sondern tatsächlich erstmal abwarten und auf kleiner Ebene versuchen, die Positionen zu eröffnen, um sie dann gegebenenfalls im Größeren laufen zu lassen. Deshalb meine Devise, wenn solche Situationen sich anbieten, der Markt also wie hier jetzt wackelig nach oben, das ist auf Minute sicherlich ein bisschen arg, engmaschig, aber wenn der Markt ein bisschen wackelig A, B, C irgendwie nach oben geht, dann hat man hier auf der Unterseite mögliche Trigger, um dann in die Short-Position reinzukommen. Macht der Markt das nicht wahr, geht er nach oben weg, ja gut, dann war es eine Chance, die eben einfach nicht genutzt wurde, aber auch nichts gekostet hat. Deshalb als Idee das natürlich. Trotz alledem bitte nicht aus den Augen verlieren vor lauter Begeisterung der Aufwärtsmärkte der letzten Tage. Dieser Rücksetzer beim Nasdaq sehr offensichtlich eigentlich, aber auch beim S&P und beim amerikanischen Markt generell, also der Dow Jones beispielsweise, ist es sehr realistisch, dass der Kurs noch mal einmal zurückkommen muss. Das kann ein bisschen flacher auch sein, als ich es jetzt hier eingezeichnet habe, aber diese Zone, die ist längst noch nicht vom Tisch. Es ist noch nicht entschieden, dass es jetzt losgeht, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gering. Also Vorsicht ist angesagt und notfalls auf kleinerer Ebene, so wie ich das mehrmals schon eben gerade oder auch in anderen Videos gezeigt habe, dann gegebenenfalls diese Einstiege nutzen. In diesem Sinne, euch alles Gute, toi 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 und bis zum nächsten Beitrag.